Come on, willkommen zurück zu Evoland. Und diese Folge mindestens noch, wenn nicht sogar noch zwei, drei Folgen am Stück. Dieses Spiel ist einfach nur super witzig. So, raten wir mal, was wir jetzt bekommen in dieser Kiste. Das ist bestimmt eine Kiste, die sagt, du kriegst wieder eine Erweiterung in diesem Spiel. Und ich behaupte jetzt, es sind Bossmonster. Also nicht so Endbossmonster, sondern mehr so die Champion-Monster, die man aus Diablo 2 kennt. Weißt du, so, wo du halt die normalen Monster sind, die halt einen extra Fluch haben und wo du halt 100.000 Mal draufhauen musst und nicht nur zweimal. Mehrere Opfer, wenn euch nach einem Amoklauf zumute ist, okay? Mehrere Opfer, was bedeutet das? Kann ich jetzt Multikill? Achso, okay, ich verstehe. Was haben wir dazu gekriegt? Ring des Glücks, 5%ige Chance auf einen Gegenstand, den ihr tatsächlich gebrauchen könnt. Nice! Sehr, sehr gut. Was seid ihr für Glombos, Alter? So, hier oben nochmal. Zwar ein bisschen Gold oder Gil. Okay, gehen wir mal hier überall lang, gucken mal. Ich frage mich, wie der Angriff ausgesehen hätte, hätten wir mit dem anderen gespielt. Mit Barretts, also mit dem Protagonisten. Das hätte ich auch sehr interessant gefunden, was er dann für eine Spezialtechnik gehabt hätte. Einfach so ein Wirbelwind vielleicht, so wie Link? Das wäre super witzig gewesen. Hier wird es ein bisschen dunkler. Das sieht ein bisschen nach Attacke aus. Unaufhaltsam! Gottgleich! Jetzt müssen wir auch ein bisschen Leben einsammeln hier in der Bude. Kleinfingerhut des und Beinchen des tyrannischen Gladiators oder irgendwie so. Okay. Also Helm der Zwielicht. Top moderner, solarbetriebener Helm. Verleiht seinem Träger Nachtsicht. Ist okay für mich. Ansonsten haben wir hier noch Beinchen des tyrannischen Gladiators. Hey, plus 10 Schaden gegen andere Spieler. Diese Beinkleidung beweist außerdem euren Wert. Okay. Abenteuergeist plus 10 Draufgänger tun. Knieschüttet ist Tritus. Plus 10% Beutesammlergeschwindigkeit. Beutesammlergeschwindigkeit. Und Kleinfingerhut des Flammenriesenponys. Fragt lieber nicht. Fragt lieber nicht. Okay. Ist okay. Hallöchen. Weg mit euch. Ich habe irgendeinen Wal gelesen. Schutzengel. Jetzt was zu bekommen. Wal. Unterseeles Stiefel. Okay. Plus 10 auf Gorilla-Taktik, wenn der Boss einfach zu stark ist. Schutzengel, belebt euch mit 20% TP wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet wurdet. Okay. Langsam wird es halt auch ein bisschen lächerlich, so. Aber mal schauen. So, hier ist noch eine Kiste. Mal gucken, was hier ist. Stimmt, ein Stern oder eine Karte? Ein Stern. Was man wohl bekommt, wenn man alle Sterne hat. Vor allem, wie viele haben wir denn jetzt? 14 von 30, okay. Dann würde ich mal behaupten, also wir haben nicht alle Sterne gesammelt, aber über die Hälfte des Spiels haben wir auf jeden Fall schon hinter uns. Würde ich mal behaupten, Alter. Das ist dieser Gang hier. Dieses Gebiet hier groß. Unaufhaltsam.
Was haben wir hier? Schulterstücke des Lichtbringers. Plus 3 Ritterlichkeit. Außerdem schick für Disco-Nächte. Diamanthalskette für funkelnde des funkelnden Klunkers. Ihr wurdet soeben der erste Gangster-Fantasy-Held. Geil. Rinderbeherrschung, okay. Plus 17% Schaden gegen Kühe. Man weiß einfach nie, wann sich das als lustig erweisen könnte. Okay, es ist nusselig. Ah, hier. Unterhose des Unfesselbaren. Plus 250 Fluchtresistenz. Warm und bequem. Was haben wir hier noch so in der Mülle? Nichts mehr, ne? Hier ist so ein dicke Berg. Und dann würden wir wieder oben lang kommen. Okay. Haben wir dieses große Gebiet hier auch erkundet? Gehen wir mal hier wieder runter, weiter. Können wir nochmal Charakter tauschen? Dass wir den Charakter auch noch voll equippen können. Vor allem, sie hat jetzt das erste Mal in ihrem Leben Schlüpfer an, so wie das sich angehört hat. Ah, ein Speicherpunkt, wie schön. Hallo. Spiel gespeichert. Bin sehr zufrieden. Und Spiel gespeichert auch noch mit Full Life. Das hat gut geklappt. Oh, was haben wir da unten? Da unten ist ein Totenkopf. Da ist wahrscheinlich der Boss, so wie das aussieht. Heldenrelikt. 0 plus 0,001% kritische Trefferrate. Sehr gut. Das brauchen wir. Wow. Berserker, ihr habt 100 Skelette getötet. Undertaker. Kriecher. Ehremedaille. Doppelte EP-Gewinne für alle Fälle. Das ist okay. Ach nee, gar nicht. Das hier ist die Ehremedaille. Das da unten ist. Das, was da so blinkt. Kriecher Entschärfungssatz. Hilft euch dabei, Kriecher am Explodieren zu hindern. Vorausgesetzt, ihr seid schnell genug. Ich brauche niemandem erzählen, was das zu bedeuten hat, oder? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Was haben wir hier noch? Sonnencreme der Untoten. Untote bekommen jetzt einen Sonnenbrand. Genau wie normale Leute. Okay, was haben wir hier? Okay, wir können hier noch nicht lang, weil wir erst den Boss besiegen müssen, scheinbar. Okay, seid ihr bereit für den Boss? Wir gehen nochmal zurück und speichern nochmal. Safety first. Wir haben zwar nicht mehr Full Life für den Boss, aber ist okay. Ich denke, den Boss kriegen wir hin. Spiel gespeichert. Hallo, Bossi. Wo ist der Boss? Nur in der Kiste. Was ich jetzt wohl machen muss? Oh, der untote König. Mein Herr, befahl mir, euch Einhalt zu gebieten. Hoppla, das hättet ihr wohl lieber nicht öffnen sollen. Schon bald wird er die Welt beherrschen und ich werde seine Armee befehligen. Die Macht ist das Ganze mit euch. Dieses Mal nicht schützen. Seht den Tod ins Angesicht. Ich habe gerade noch gar keinen Schaden bei ihm gemacht. Bin ein bisschen verwirrt. Oh, da habe ich wieder einen abgetroffen. Perfekt, sehr gut. So das Gefühl. Alter, what the fuck. Moment, warte. Okay.
Achso, ich werde ja... Na egal. Oh, full life. Wie schön. Ich habe so das Gefühl, wir werden den nicht so einfach killen können. Ich glaube, der wird echt anstrengend. Ey, oh nö. Oh nö. Oh nö. In Ruhe. Ich möchte keine Gegner hier haben. Oh. Mordserie. Okay, Full Life haben wir wieder. Aber ob das jetzt... Also irgendwie machen wir ihn dann schon Schaden. Wir müssen ihn halt irgendwie... Gucken. Oh, der macht doch Schaden dadurch. Ich verliere gleich die Nerven, Junge! Ich will keinen Colton, Mann! Hey! Na toll! Ich kann ja noch ein paar Leben, Junge. Danke! Oh, ich glaube, ich bin zwei rein sogar. Na, jetzt schaffe ich es aber. Ich muss ihn jetzt kriegen! Du Arschloch! Niemand fickt mit mir. Irgendwas ist irgendwas passiert. Und das war mit Sicherheit das letzte Mal. Ich habe nicht mal irgendwie ein geiles Item gekriegt jetzt. Normalerweise kriegt man, wenn man die Bosse besiegt, immer ein geiles Item. Aber na gut, vielleicht kommt es ja noch. Hallöchen. Na. Die zweite Amuletthälfte. Was für ein Zufall. Oh Mensch, noch eine Kiste. Das Stadtportal. Er würde gerne noch einmal so weit laufen. Das Stadtportal sieht halt gar nicht aus wie so ein Stadtportal von Diablo 2. Gar nicht. Warum auch? Also, what the fuck? Du kriegst die Tür nicht zu. Du kriegst einfach die Tür nicht zu. Okay, gehen wir mal zu Tiny. Dieses Spiel ist unglaublich. Oh, wir speichern. Speichern ist wichtig und richtig. Hey, Hippo, alte Säge. Gute Arbeit! Jetzt, wo ihr das ganze Amulett habt, könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten. Sie befindet sich östlich von Naogai. Gleich hinter dem Fluss. Viel Glück. Kommst du denn gar nicht mit, Tiny? Bin ein bisschen traurig. Dachte, Tiny kommt mit. Aber frag nicht. Hast du noch was Geiles? Kaufen. Wir haben 15.000 Gil. Wir kaufen... Ich hab den
Gegenstand Phoenix Downer gekauft und wurde eurem Inventar hinzugefügt, aber ich würde gerne mehr kaufen. Gut, okay. Nur für den Fall das. Ich rechne nicht damit, dass wir das brauchen, aber nur für den Fall das. Und, ich hätte ganz gerne Heilung. Dankeschön und Spielstand wollen wir es auch speichern. Los geht's, Jungs! So. Ob es das irgendwas gebracht hat? Ich glaube, nein. Man die beiden bis zur Ekstase leveln kann? Ja, Level 13. Sein Wert für Leben wurde erhöht. Sammy erreicht Stufe 13. Ihr Wert für Leben wurde erhöht. So viel. Oh, guck mal, wir haben die Minimap hier immer noch. Nice! Hallo, dicke Schildkröte. Noch mal allein. Normalerweise kommt ihr immer nur in Begleitung mit Pilzen. Jetzt müssen wir aber noch osten. Aber die Karte sagt, wir können hier auch runter. Ich glaube, können wir nicht. Die Bäume versperren uns nicht durch den Weg. Jawohl, okay. Das hasse ich immer, dass man zwei Schritte gehen kann und dann wieder einen random Kampf bekommt. Wenn man nichts Besseres zu tun hätte in solchen Spielen, ne? Das ist unglaublich. Hallo, Turm. Oh. Hallo. Ihr seid es also. Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Nennt mich einfach Zephyros. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber all eure Mühen sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise euch es euch. Und zwar jetzt. Ich hau ihm meine rein, Junge. Zack. Oh, nee, warte, das war er. Zack. Magie, X-Kristall. Putz. Okay. Fragen wir uns mal Gegenstände. Was bringt uns ein Trank? Wie viel? Das war auf jeden Fall der falsche. Das hast du nicht so gut gemacht. Jetzt müssen wir das tatsächlich nochmal machen. Trank? Nee, ihn wollen wir nicht. Sie wollen wir. 50. Ja, ist okay für mich, ne? Alter, kannst du mal den anderen angreifen? Mann, hast du eine Mack oder was? Zack. Gerne noch mit Tiny gekämpft. Das wäre witzig gewesen. Einmal X-Kristall geht noch. Dann hauen wir wieder eine Packung Heilung rein. Und ich merke schon, der hat ein Angriffsmuster von 3-3, wetten? Fühlt sich ein bisschen so an. Jetzt greift er wieder sie eine Runde an. Oh. Ah, du hast verloren, Bitch. Das reicht. Ich habe genug von diesen Spielchen. Jetzt wird er hier mad oder was?
Kami! Kami! Was? Das hat mir ein bisschen wehgetan. Au! Das hat mir wieder ein bisschen wehgetan. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen auf Tränke gehen. Alter, macht dir viel Schaden, Mann. Leck mich doch mal am Arsch. Einer noch. Zack. So. Schon wieder. Das macht halt schon ein bisschen Schaden, ne? So. Trank. Bitte. Zack. Danke. Das hat doch immer Sauschaden, ne? Hier. Königsdaune. Auf das Mäuschen. So. Ach komm, Alter. Sei halt kein Frosch. Der will mich verarschen. Ich finde, er könnte doch einfach mal verfehlen. So, Phoenix-Daune. Zum Glück habe ich einfach mal welche gekauft, auf gut Glück, ne? So, Barrett greift jetzt an. Und das Mäuschen macht jetzt mal heile, heile. So, das macht mich schon ein bisschen... ja, okay. Du greifst an. Und das Mäuschen macht heile, heile. Ja, ist okay für mich. Wir müssen aber hier mal den Trank geben, sonst stirbt die gleich wieder, hab ich keinen Bock drauf. Kameha, okay. Ja. Das hat irgendwie die Stimmung zerhauen, glaube ich. Ich glaube, gleich stirbt einer. Jawohl, geil, danke. Gegenstände, ich muss erstmal mich selbst heilen. Alter, wie viel. Oh, ist der anstrengend, der Boss. Ohne Spaß. Gegenstände, Phoenix-Daune, bitte. Und greif sie jetzt bitte nicht an. Ob das gut geht? Oh, warte mal, ich kann noch heilen. Dann heil noch mal gegen. Sehr gut. Könnte klappen. Mein Gott, Walter. Du... Nee, du greifst nicht an. Du haust dir einen Trank rein. Und das Mäuschen macht heilen. So, das ist okay für mich. Du greifst an. Und Sammy heilt. Langsam wird ein Schuh draus. Wieder ein Schuh draus. Ah, wir können doch beide einmal was machen. Bedeutet, ich hau dir damit einer rein. Ich bedeutet, ich heile hier. So, ich bin fast so live. Jetzt kann er wieder eine Runde. Oh.
Sammy ist ein bisschen knapp, könnte aber noch... Oh mein Gott. Ich hoffe, jetzt stirbt er endlich. Ich habe doch keine Lust hier, mich mit einem Kleidkind zu beschäftigen, ey. Komm. Ach, schon wieder. Full life. Beide full life. Muss jetzt auch so gehen. Ich habe auch keine Tränke mehr. Du greifst an. Und du heilst. Du greifst an. Und du heilst. Finde ich echt komisch, dass es so stark ist, ne? Ohne Spaß. Unglaublich. Habe ich doch noch einen Heiltrank? Ja. Ich fress selber meinen Heiltrank. X-Kristall. Boom. Macht noch nicht viel mehr Schaden. Okay. Du greifst an, du heilst. Das könnte jetzt wieder ein bisschen wehtun. Sammy hat mit einem HP überlebt. Ich hab's befürchtet. Ich hab es befürchtet. Ich hab jetzt auch nichts mehr. Es wird jetzt einen einfach nur auf die Schnauze gehauen. Das überlebe ich auch nicht. Der macht mich jetzt fertig. Kann ich's machen? Der macht mich jetzt fertig. Dolle Wurst. Dolle Wurst. Moment, das war geskriptet, dass man nicht gewinnen kann? Hör auf, Spiel! So ist es. Und jetzt kommt Tiny um die Ecke und rettet uns. Das ist die Sterbeszene von Aris in Final Fantasy 7. Ihr wart immer für mich da, habt mich immer beschützt, an meiner Seite gekämpft. Bitte versprecht mir, dass ihr weiterkämpft. Bitte gebt uns unser fruchtbares Land zurück. Ich werde über euch wachen. Ich bin jetzt im Lebensstrom. So unfassbar. So unfassbar. Dieses Spiel macht einfach alles. Alles. Kraft erweckt. Eure besondere Kraft ist erwacht. Sohn des Drachen. Spezial. Bahamut. Ne, Barbarmut. Du kriegst die Tür nicht zu. Du kriegst die Tür nicht zu. Komm, gib alles. Ja, hau ihm rein. Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen. Ich werde zum Mana-Baum zurückkehren und wenn meine Wunden geheilt sind, zerstöre ich diese Welt, die ihr so liebt. Ihr habt 2050 HP gewonnen. Das Schlimme ist einfach, das ist aus allen Teilen, oder beziehungsweise das war gerade so eine Mischung von 7 und 10, Final Fantasy 7 und 10. 7, sie stirbt in seinen Armen und wird zu Lebensstrom. Und er wird durch diesen emotionalen Kick dann spezielle Macht geweckt, was in Final Fantasy 9 aus einem ähnlichen Grund die Trance ist und dann auch spezielle Fähigkeiten hat. In dem Fall war es Babamut und in Final Fantasy 9 war es dann halt die Trance mit verschiedenen Spezialfähigkeiten. Was passiert, wenn ich jetzt reingehe? Gibt's nur noch mich? Oh ja.
Aber ich habe zumindest Full Life. Kann ich jetzt immer Bahamut spammen? Und mich selbst heilen? Oh ne, ich muss Sekunden warten. Lololol, ist ja witzig. Oh mein Gott, wir sind bei 30 Minuten. Wir müssen die Folge beenden, Freunde. Ich habt diese ganze Folge geguckt. Wenn ja, dann seid ihr absolute Ehrenmänner und Frauen und ich küsse eure Augen. Dreimal. Und vielen Dank fürs Zusehen. Das Spiel hat mich komplett in seinen Bann gerissen gerade. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, liebe Freunde. Bis dahin, euer Baren. Macht's gut.